Ich bin ja ständig auf der Suche nach Material, wo Preis-Leistung stimmt, und ich habe da vielleicht was gefunden, was euch interessieren könnte. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Ich habe vom Bodycult die Module von Inkit Army zugeschickt bekommen. Finde ich cool, wenn Firmen meine Meinung wissen wollen. Das ist für mich ein wirklich großer Schritt in die richtige Richtung. Dafür möchte ich mich bei Bodycult und natürlich bei meiner tollen Community einfach mal bedanken. Und wenn wir die 500 Abos endlich geschafft haben, dann lasse ich mir mal was einfallen, um mich bei euch erkenntlich zu zeigen. Aber schauen wir uns mal die Module an. Vorweg kann ich schon mal sagen, dass ich ein echt erschreckendes Erlebnis mit den Modulen hatte, aber auch, dass ich die Module schon einigen Kollegen empfohlen habe. Aber nun lasse ich euch an meinen Erfahrungen teilhaben. Bei den Gorilla-Modulen haben wir alle gängigen Gruppen und Größen dabei. Wir haben zwar keine Flat Magnum, aber dafür haben wir Hollow und Boldliner. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich euch noch. Ich habe mir auch wirklich viel Mühe gegeben beim Testen und habe tatsächlich nach jedem Nutzen aufgeschrieben, wieso die Performance der Module war und wie ich sie benutzt habe. Getestet hatte ich die Module mit der AVA GTS-X und mit der Spectra Flux. Hauptsächlich ging es mir um die Hollow und Boldliner, weil ich vorher diese Art von Modulen noch nicht genutzt hatte. Weil, sind wir mal ehrlich, wie oft habe ich Module gekauft, um festzustellen, dass sie nicht gut sind? Und dann steht man da mit etlichen Modulen, die man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Und heutzutage muss jeder gucken, wo er bleibt. Aber hier ist jetzt das Coole, dass ihr euch ein Testbundle bestellen könnt. Einfach zusammenstellen und ihr bekommt 10 Pakete, davon braucht ihr nur 9 bezahlen. Hier könnt ihr einfach die Module aussuchen, die ihr wollt, und schon könnt ihr loslegen. Am Ende zeige ich euch, was ich nehmen würde, wenn ich einmal alles neu bräuchte. Und ich erkläre euch auch dazu, warum ich genau diese Nadeln dann nehmen würde. Fangen wir aber mal mit den Boldlinern an. Die Boldliner sind etwas dicker als herkömmliche Linernadeln. Bei diesen Tattoo-Nadeln handelt es sich um Hybridnadeln zwischen Liner und Roundshader. Und sie können auch mehr Farbe als normale Liner aufnehmen. Und da kommen wir auch schon zu meinem Schreckmoment. Man hat ja so seine Routine beim Arbeiten, wann man denn Farbe aufnimmt. Also ich immer ein Stück Linie gezogen und dann wieder Farbe aufgenommen. Hab mir natürlich nichts dabei gedacht, schön noch mit dem Kunden gequatscht und arbeiten. Und auf einmal wundere ich mich, warum meine Finger vorne schwarz waren. Da ist mir aufgefallen, dass das komplette Modul voll Farbe ist. Ich dann erstmal das Modul raus und geschaut. Da sehe ich, dass im unteren Bereich Farbe steht. Ich denke mir, oh Mann, nicht, dass die Farbe in die Maschine gelaufen ist. Aber nein, kein Problem. Da die Module ein Membran drin haben, kann da nichts passieren. Die Farbe kommt nur bis zum Membran. Danach ist alles dicht. Ein typischer Anwenderfehler. Also man kann gefühlt doppelt so lang die Linien ziehen als mit normalen Linern. Und das hat mich echt beeindruckt. Aber was sagt uns das? Achtet drauf, dass die Module Membrane haben. Ich weiß, dass es noch Module mit einfachen Gummis gibt. Da läuft euch die Suppe bis in die Maschine rein und dann greift da auch keine Garantie. Selbst verschulden. So, wenn ihr die 14er Boldliner nehmt, bei der AVA oder auch bei der Spectra habe ich die Linien mit 8 Volt gezogen. Dann bekommt ihr Linien hin, die um die 1,2 mm dick sind. Was schon echt eine Menge ist. Und sie sind auch echt scharf. Also keine ausgefransten Kanten oder so. Also wirklich scharfe Linien. Auch die anderen Boldliner finde ich klasse. Also wenn die Linien mal kräftig sein müssen, dann kann ich ganz klar die Boldliner empfehlen. Dann haben wir ja noch den Exot Hololiner. Da muss ich sagen, dass man eine Sima Hololiner in 0,30 mit einer normalen Liner in 0,35 vergleichen kann. Da habe ich nicht wirklich einen großen Unterschied erkannt. Allerdings war ich dann wieder von der 8er Hololiner in 0,35 Long Taper sehr angetan. Damit konnte ich wieder richtig lange Linien ziehen und auch sehr sauber, muss ich sagen. Und bei den normalen Linern ist mir dann noch die 3er Liner in 0,25 Long Taper aufgefallen.
Zum Linienziehen absolut nicht zu gebrauchen. Die ist so fein, das kann man mit einem Skalpell vergleichen. Aber für Peppershades sind sie mega. Also wer ganz feine Peppershades machen möchte, sollte mal die Dreierliner testen. Kann ich wirklich empfehlen. Ja, und zu den Magnums braucht man nicht viel sagen. Sie sind passgenau, alle Module lassen sich sauber in die Maschine stecken und auch hier ist die Performance echt gut. Meine ganzen letzten Tattoos sind alle mit den Gorilla-Modulen gestochen. Ja, und für die ganz Bequemen unter euch bekommt ihr von Inkit Army auch die Grifftipps für mehr Ergonomie für Leute, die vorn am Modul festhalten. Geht's nicht so auf die Finger. Zu dem Magnum gibt es vielleicht noch zu erwähnen, dass die Kunststoffspitze, also der Tipp vorn, gerade ist. Das finde ich persönlich sehr gut. Es gibt Module, bei denen ist die Soft Edge Magnum und die Tippspitze abgerundet. Also verläuft der Kunststoff-Tipp genauso wie die Soft Edge Magnum. Den genauen Grund kann ich nicht verstehen, weil das macht eigentlich aus einer Soft-Age-Magnum im Grunde wieder eine gerade Magnum. Dazu mache ich aber noch ein separates Video, da erkläre ich mal genau, was ich meine. Alles in allem passt bei den Gorilla-Modulen Preis-Leistung. Und jetzt lasst uns mal so ein Bundle zusammenstellen. Ich würde mal sagen, ich packe es zusammen, um Black and Grey, Realismus, Dotwork und so weiter auszustatten. Als erstes würde ich die Dreierliner in 0,25 nehmen. Diese nehme ich für Dotwork, Peppershades oder um das Tattoo vorzulegen. Dann noch die Simaliner in 0,30 für Schrift jeglicher Art, aber auch Wimpern bei Realismus und so weiter. Überall, wo wir was Feines brauchen, aber auch Dotwork mache ich damit. Ja, die 5er und die 14er Boldliner, ganz klar für Linework, Mandala und so weiter. Aber auch Oldschool, alles bestens mit den Boldlinern. 8er Hollowliner nehme ich für Sachen, wo eine 7er Liner zu schmal ist und eine 14er Bold zu dick. Wir können auch feine Details damit ausarbeiten oder kleinere Flächen füllen, wie beim Text und so weiter. 7er Round Shader. Es gibt viele, die keine Round Shader nutzen oder besitzen. Aber das sehe ich anders. Im Black and Grey nicht wegzudenken, meiner Meinung nach. Wo Details gemacht werden oder sehr kleine Flächen schattiert werden, passt es super. Zum Beispiel im Gesicht, die Lippen, Augen, Fingernägel und so weiter. Die 5er Soft Edge Magnum in 0,30 Long Taper muss natürlich auch mit rein. Nutze ich ausschließlich dafür, kleine Flächen schwarz zu machen. Wie im dicken Buchstaben oder Maori. Könnte man alles mit der Round Shader machen, aber ich mag da eine Magnum einfach lieber. 9er und 13er Soft Edge Magnum in 0,30 Long Taper nutze ich für alles. Das komplette Bildschattieren, diese beiden liegen immer bei mir auf dem Tisch und habe ich immer im Wechsel. Ja, und die 27er Soft Edge Magnum in 0,30 Long Taper. Diese große Nadel nutze ich ausschließlich zum Schattieren, bei Gesichtern oder Blumen und so weiter. Je größer die Nadel, umso weicher werden die Schattierungen. Aber auch zum Öffnen der Haut vor dem Schattieren machen sie sich sehr gut. Aber diese Technik kommt in dem anderen Schattierungsvideo. Ich hoffe, ich finde bald die Zeit dafür, um es mal fertig zu machen. Ja, so würde ich und habe ich auch mein Bundle zusammengestellt. Und so bestelle ich es auch nach. Natürlich kann die Auswahl bei euch anders sein. Allein durch Arbeitsweise, Maschine und so weiter. Das war nur ein Beispiel für eine Bestellung, wie ich sie mache. So Leute, das soll es im Video der Gorilla-Module gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet etwas Mehrwert daraus ziehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und bleibt gesund. Mich hat's nämlich erwischt.